Hallo liebe Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Heute werde ich eine neue Folge von Amerikanisch spricht Deutsch machen. In diesem Video ich werde ein paar Tipps für Sprache lernen geben. Der erste Tipp ist sehr einfach, mach einen Sprachkurs. Mein Lieblingssprachkurs ist Duolingo. Duolingo ist kostenlos und du kannst viele Sprachen nehmen bei Duolingo. Ich nutze Duolingo jeden Tag, um mein Deutsch zu üben und andere Sprachen zu lernen. Es ist nicht deine Jacke. Es ist nicht deine Jacke. Das ist alles. Das ist alles. Dieser Hut ist toll. Der zweite Tipp ist YouTube. Du kannst viele Videos auf YouTube sehen für die Sprache, die du lernen willst. Ich gucke gern auf Easy German, aber es gibt viele andere Sprachen auf Easy Languages. Das ist ein Kanal auf YouTube. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode Easy German. Heute wieder mit Martin. Hi Martin. Hallo Kari. Wir sind heute in Münster und wir sind auf dem Biomarkt. Heute ist Freitag. Freitags gibt es immer den Biomarkt in Münster. Das ist schon so eine Art Institution. Und wir wollen mal gucken, welche Leute wir hier treffen und was die Leute auch machen, um bewusst und gesund zu leben. Das ist auch so ein bisschen so eine Kultur in Deutschland, auch speziell hier in Münster, dass die Menschen gemeinsam einkaufen auf dem Markt. Ganz genau. Wir gucken uns mal um, oder? Auf geht's, Kari. Los geht's! Der dritte Tipp ist, wenn du spielst gerne Videospiele, vielleicht kannst du diese Spiele auf deine zweite Sprache spielen. Ich spiele gern Oceanhorn und Assassin's Creed auf Deutsch. Hier mit Zinsel. Im Notizbuch dieses Vaters findest du Informationen zu Insel. Was geht ab? Geh auf die Suche nach dem Imbel der Erde. Auf deinem Weg solltest du mit den Bewohnern der Insel Türkelu sprechen. Lass uns gehen. Mein letzter Tipp ist, finde einen Sprachpartner. Ich habe viele Sprachpartner, mit denen ich kann auf Deutsch sprechen. Hallöchen, wie geht's dir heute? Ja, mir geht's gut, danke. Wie war deine Wochenende? Schön, das ist toll. Ja, das war alles für dieses Video. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Schreib mal ein paar Tipps in die Kommentare, um mein Deutsch zu verbessern. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.